Hallo aus dem schönen Elbgym in Hamburg. Heute möchte ich mit euch über das Thema Beckenschiefstand sprechen. Ist ein Thema, was irgendwie ja, sehr, sehr oft mir wieder begegnet und wo oft wilde Sachen mit den Leuten gemacht werden. Theorie ist die, dass irgendwas im Körper schief ist, eben das Becken zum Beispiel schief steht oder ein Bein länger ist als das andere oder irgendwie die Wirbelsäule eben krumm ist. Und dann wird eben ganz, ganz oft damit reagiert, dass man oder darauf reagiert, dass man Einlagen den Menschen gibt, dass man versucht, über wilde Sachen eben diese Schiefstände auszugleichen. Und ich möchte euch einfach mal den Hinweis geben, dass ganz, ganz oft diese vermeintlichen Schiefstände, dass was krumm gewachsen ist oder so, einfach nur daraus resultiert, dass eine Seite der Muskulatur ein bisschen verspannt ist wie die andere und die dann anfängt, den Körper etwas zu verziehen. Und die Lösung dafür ist relativ einfach. Man muss diese Spannungen ausgleichen, diese Disbalancen im Körper ausgleichen, die Spannungen regulieren und dann sind wir wieder vermeintlich gerade und funktionieren wieder besser. Ganz, ganz wichtige Ergänzung dazu. Wenn ihr mich mal gerade anschaut so und ich lasse die Arme hängen, ist auch eine Schulter tiefer wie die andere. Das heißt, wir sind eigentlich fast alle ein bisschen schief und es funktioniert für uns trotzdem super gut, wenn eben alles beweglich ist und alles in einer guten Funktion arbeitet. Wenn wir im Speziellen nochmal uns das Becken anschauen, dann ist es zum Beispiel so, wir haben so einen genannten Darmbeinmuskel, der kommt ja aus der Beckenschaufel, zieht nach unten an den Oberschenkel und ist dafür da, das Bein anzuheben. Wenn ihr euch jetzt vorstellt, ihr habt diesen Darmbeinmuskel auf beiden Seiten, der zieht hier runter an die Beine und wenn da jetzt eine Seite mehr Spannung hat wie die andere, dann zieht er uns das Bein so ein bisschen mehr nach oben. Das Bein bleibt aber auf dem Boden stehen, weil wir gehen müssen und so weiter. Und dann zieht es quasi diesen Darmbeinknochen, der wie so eine Schaufel da liegt, nach vorne unten. Und dann fängt natürlich an, dieses Becken Verwringungen zu entwickeln, irgendwo Schiefstände zu entwickeln, die dann eben in einem Beinlängenvergleich oder sowas eben diesen Effekt haben, dass es aussieht, als wäre das Bein kürzer, weil es mich eben hier mehr hochzieht. Die Muskulatur, die von der Wirbelsäule ans Becken rangeht, kann das Becken hier nach oben ziehen. Das heißt, wir haben ganz, ganz viele muskuläre Strukturen, die den Anschein erwecken können, dass im Körper was schief ist. Und wenn ich jetzt halt eine Einlage drunter baue, weil ich hier zu viel Spannung habe und hebe das nochmal nach oben an, dann wird der Körper natürlich erst recht in dieser Position drin bleiben. Und das sollte eigentlich nicht das Ziel sein. Deshalb, bevor ihr euch irgendwas einbauen lasst oder anfangt mit wilden Einlagen oder irgendwelchen Umstellungen in euren Laufschuhen oder sonst was, versucht mal die paar Übungen, die ich euch im nächsten Video zeige, um diese Spannung auszugleichen. Bei den meisten von euch wird es große Wirkung erzielen und die ganzen Thematiken, die mit dem Beckenschiefstand einhergehen, lassen sich damit oft sehr gut lindern. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem nächsten Video. Wenn ihr solche Sachen habt wie Beckenschiefstand, schreibt mir mal runter in die Kommentare, was euch da im Speziellen interessiert, was so eure Fragen dazu sind. Dann werde ich gerne in den nächsten Videos mal drauf eingehen.